Hallo meine Lieben, schön, dass ihr mir wieder zuschaut. Nach einem Lookbook-Video geht es heute mal wieder um dekorative Kosmetik. Ich beschäftige mich ja so ein bisschen im Moment mit einer anderen Hautpflege und benutze auch von der Firma, die ich euch gleich zeige, eine Tagespflege. Und ich bin da wirklich durch Zufall drauf gestoßen, als ich so durchs Regal geguckt habe und dachte, das möchte ich gerne mal ausprobieren. Und was macht man da? Man nimmt es mit. Es handelt sich dabei um das Dr. Hauschka Tönungsfluid. Vielleicht kennt ihr das schon. Wenn ihr damit Erfahrung habt, immer schön unten in die Kommentare schreiben. Ich freue mich darüber immer sehr. Und ich zeige euch jetzt, auf wie viele verschiedene Weisen man dieses Tönungsfluid verwenden kann. Viel Spaß bei meinem Video. Verpackung hatte ich euch ja schon gezeigt, die sieht so aus, steht Tönungsfluid drauf, mischbare Lotion, nuanciert die Tagespflege individuell. Habe ich gedacht, nur die Tagespflege oder kann man das auch auf andere Art und Weise benutzen? Also hier drin enthalten ist Olivenöl, Auszüge aus Wundklee, Zaubernuss, Bienenwachs etc. etc. Denn irgendwie muss ja die Farbe hier in dieses Fluid rein. Das kommt hier in so einem kleinen Glasfläschchen. Sind 30 Milliliter drin und sieht hier erstmal sehr dunkel aus. Da war ich auch überrascht und dachte so, ob das funktioniert. Also hier steht auch drauf, dass man das mit der normalen Tagespflege mischen kann. Es ist für alle Hautbilder geeignet. Diese Inhaltsstoffe Zaubernuss und Olivenöl, die unterstreichen diesen natürlichen Hautton. Also ich zeige euch das jetzt erstmal in pur. Wie gesagt, es kommt hier sehr, sehr dunkel rüber. Es gibt es auch nur in dieser Farbe. Es gibt keine anderen Farben. Und ihr kennt vielleicht solche Drops, die man in Foundation mischen kann, um sie dunkler oder heller zu machen. Und das ist sowas Ähnliches. Aber, jetzt kommt wieder mein Aber, ich sage so gerne Aber. Hier meine Hand. Und jetzt gebe ich mir davon mal ein bisschen da drauf. Sieht sehr dunkel aus. Und wenn man einen Moment wartet, es ist auch relativ flüssig. Nicht so wie diese anderen Drops, die man verwenden kann. Und wenn ich das jetzt hier verstreiche, dann seht ihr, es ist ziemlich flüssig. Und verwandelt sich dann auch gleich in so einen transparenten Bronzer. Das bedeutet, man kann es auf mehrere Art und Weisen verwenden. Man kann es in die normale Tagescreme mischen, sodass man sich eine getönte Tagescreme machen kann. Man kann es in die Foundation mischen, das zeige ich euch gleich auch. Aber man kann es auch pur benutzen, um einfach den Teint ein bisschen aufzufrischen oder auch zum Konturieren. Also ich versucht das jetzt gleich mal alles so ein bisschen hintereinander zu machen, damit ihr das sehen könnt. Und wenn ich das jetzt hier auf der Hand habe, sieht das schon gar nicht mehr so dunkel aus. Also auch hellere Häutchen müssen da, glaube ich, keine Angst haben, wenn man das Produkt richtig dosiert. Ich zeige euch jetzt mal kurz, wie ich das mit meiner normalen Tagespflege anwende. Also normalerweise würde ich das ja jetzt in meinen Fingerchen verteilen, aber ich mache es ja auf dem Handrücken, denn sonst habe ich nicht so viel Platz auf dem Gesicht. Also ich nehme meine normale Tagespflege, hier nur so ein bisschen und dann auch wieder hier dieses Tönungsfluid. Und ihr könnt das so dosieren, wie ihr möchtet. Also ich habe jetzt hier zwei kleine Pünktchen draufgegeben und dann kann man das wunderbar mit der Tagespflege vermischen. Und dann habt ihr eine leicht getönte Tagescreme. Ich habe extra meine andere Hand mal daneben gemacht. Also ihr seht, das deckt nicht ab, sondern es optimiert einfach den Teint, um ein bisschen mehr Leuchtkraft zu kriegen, wenn man vielleicht nicht so in die Sonne gehen kann. Aber ihr werdet das gleich auch bei der Foundation sehen. Die werde ich nämlich jetzt gleich auftragen. Also ich finde den Effekt schon mal sehr schön. Das wird auch nicht fleckig oder matschig. Und ich würde sagen, Brille ab. Und los geht's mit der Foundation. Die trage ich mir jetzt auch hier auf meinem Handrücken auf, so viel wie ich brauche. Denn jetzt ist diese Farbe zum Beispiel ein bisschen zu hell für mich. Und dann mische ich jetzt einen Tropfen oder zwei von diesem Fluid da drauf, nehme mir meinen Pinsel und vermische das Ganze. Also es hat überhaupt keine Deckkraft, dieses Tönungsfluid. Es ist einfach nur, um ein bisschen sonnengebräunt auszusehen. Es hat auch so einen leichten Glow-Effekt, wie normale Bronzer so haben.
Und durch die Deckkraft, die eure normale Foundation ja schon hat, wird dann auch zuverlässig alles abgedeckt. Aber sie wird halt etwas dunkler gemacht. Habe ich noch mal ein bisschen was genommen. Noch mal 2 Tröpfchen drauf. Wieder gut vermischen. Ihr könnt das natürlich auch auf einem Tellerchen machen oder direkt auf den Pinsel. Das spielt überhaupt keine Rolle. So wie ihr das mögt. Und schon hat eure Foundation eine andere Farbe. Beziehungsweise eure normale Tagescreme, die ihr benutzt. Die hat dann auch so einen gewissen Glow. So könnt ihr eure BB-Cream im Prinzip selber machen. So. Jetzt hat sie den Ton, den ich eigentlich brauche. Und dann geht es auch schon weiter mit Schritt 3, das Ganze dann auch pur aufzutragen. Dafür mache ich mir jetzt auch wieder einen kleinen Tropfen auf die Finger, verteile den dann, also ist wirklich sehr transparent. Und dann stupfe ich mir das auf die Wangen, um hier nochmal ein bisschen mehr die Sonne hinzuzaubern. Ihr seht auch, das wird nicht fleckig. Es riecht auch nicht unangenehm, ebenso wie diese Dr. Hauschka Produkte eben riechen. Und schwupps, je nachdem wie dunkel ihr es haben möchtet, habt ihr den Bronzer schon aufgetragen. Spart euch also dieses Puderprodukt. Ich würde jetzt sagen, ich nehme sogar noch mal ein bisschen mehr. Also es hat mich auch erschreckt, als ich das gesehen habe in diesem Flakon und dachte erst, oh, das ist bestimmt viel zu dunkel oder viel zu rötlich. Das Problem ist ja oft, dass diese Produkte einfach zu rötlich oder zu gelblich sind. Aber ich finde, das kommt hier schön drüber, so wie ich das eigentlich für meine Haut haben möchte. Kann ich hier die Reste noch zum Soft-Konturieren benutzen. Und jetzt sehe ich aus, als hätte ich 2 Stunden in der Sonne verbracht. Also ich finde dieses Tönungsfluid eigentlich ganz gut. Dafür, dass ich gedacht habe, was ist das denn? Finde ich das super praktisch. Wie gesagt, es wird überhaupt nicht fleckig. Ich komme noch mal ein bisschen näher, sondern es zaubert einfach nur ein bisschen einen Bronze-Effekt ins Gesicht. Aber ich möchte euch jetzt noch zeigen, wie man das Produkt dann auch zum Konturieren benutzen kann. Dafür nehme ich mir einfach einen Pinsel, den ich zum Konturieren benutze. Da könnt ihr ja nehmen, was ihr möchtet. Der hier ist jetzt von IT Cosmetics. Und ich gebe mir dieses Tönungsfluid jetzt einfach mit einem Tropfen auf den Pinsel. Und dann machen ja viele diesen Schmollmund. Das mache ich aber nicht, sondern ich gucke, wo ist hier mein Wangenknochen. Und direkt darunter platziere ich das. Muss ich euch nicht erklären. Konturieren kennt ihr, habe ich auch schon sehr, sehr viele Videos drüber gemacht, wie das für uns Mädels Ü40 machbar wäre. So, ich nehme jetzt das und stupfe das erstmal großzügig hier hin. Ihr dürft dieses Tönungsfluid allerdings nicht sofort überall hinstupfen, sondern müsst das jetzt erstmal ein bisschen verarbeiten. Dabei stupfe ich das Produkt auch einfach nur erstmal auf die Haut und blende es dann so ein bisschen aus. Hier ist mir ein bisschen zu viel, aber guckt, das kann ich hier gut wegnehmen. Und es bildet mir wirklich eine ganz, ganz softe Kontur, die gar nicht großartig auffällt, denn das mit dieser Balkentechnik, das ist nicht so meins, sondern es sieht wirklich relativ natürlich aus. Also ich zeige euch jetzt mal hier diese Seite. Ich finde, das ist einfach ein bisschen schöner verschattet als auf der Seite. Da habe ich ja nur den Bronzer so drauf. Aber die darf natürlich auch nicht fehlen. Deswegen nehme ich nochmal dieses Produkt, mache mir hier wieder so einen kleinen Tropfen drauf. Also man braucht wirklich nicht viel. Und stupfe das hier auch wieder drauf. Vielleicht habe ich jetzt auch hier ein bisschen zu viel erwischt. Irgendwas ist jetzt hier, keine Ahnung. Und danach fange ich an, das leicht auszublenden. Und das, was euch hier vielleicht ein bisschen zu viel ist, könnt ihr ganz sanft mit dem Finger dann wegwischen. Gebt das ja auch immer ganz gerne hier so in meine Geheimratseckchen rein. Und den Rest verteile ich hier an der Nase. Die mache ich mir damit optisch ein bisschen schmaler.
Und hier natürlich, die Reste dürfen an die Hamsterbäckchen. Ich hatte es, glaube ich, schon erwähnt in meinem letzten Video. Ein paar Kilos sind dank Corona wieder ein bisschen mehr drauf. Das heißt, meine Bäckchen fangen wieder ein bisschen mehr an hier zu hängen. Aber wenn das bald richtig wieder vorbei sein sollte, dann werde ich wieder dran arbeiten. Aber ist auch nicht schlimm. Also es sind nicht viele, aber ich merke es schon. So, fertig ist das Contouring, was damit auch wunderbar funktioniert. Und dadurch, dass man das auf viele verschiedene Arten benutzen kann, also man kann es zum Beispiel auch für den Körper benutzen, wenn ihr zum Beispiel eure Beine eincremt, die vielleicht jetzt noch nicht ganz so gebräunt sind, dann macht ihr einfach ein paar von den Drops mit in eure Bodylotion, könnt das dann auftragen und habt da für den Tag getönte Beine. Also es ist kein Selbstbräuner, sondern wirklich nur ein Tönungsfluid, so wie es draufsteht. Und ich finde, das Ergebnis sieht wirklich tragbar aus. Wie gesagt, man kann es schichten, man kann, ja, probiert es einfach aus, wenn ihr es haben wollt. Ich habe es auch ein paar Tage jetzt ausprobiert und bin wirklich begeistert. Dadurch, dass man es auch mit seiner eigenen Foundation mischen kann, man kann sie dunkler machen. Es ist nach eurem Belieben. So, ich hoffe, ich konnte euch dieses Produkt ausreichend zeigen, damit ihr euch einen Eindruck davon verschaffen könnt. Also ich bin wirklich begeistert, obwohl mich die Farbe hier drin wirklich am Anfang geschockt hat. Aber das Ergebnis, finde ich, das spricht für sich. Es sieht echt natürlich aus. Man hat trotzdem alles schön definiert und es passt sich an, dass das so ein Tausendsasser ist. Also Tausendsasser, aber dass man so viele Möglichkeiten damit hat, das hätte ich nicht gedacht. Das passiert mit diesen Verdunklungsdrops, die man ja so kriegen kann. Das kann man damit nicht machen, weil es einfach viel zu sehr pigmentiert ist. Aber das bringt wirklich einen schönen Glow und einen schönen gebronzten Effekt im Gesicht. So, ich kann jetzt nur noch sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal, eure Nicole.